Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. So, wir haben jetzt hier also so einen Cyberpsycho vermöbelt und nachdem das mit dem Vermöbeln eigentlich ganz gut ging, mehr oder weniger, zumindest habe ich es geschafft, gedacht, ich habe mir jetzt den Boxkampf hier rausgesucht. Und der ist nämlich gleich in der Nähe. Und dann hauen wir uns doch gleich weiter auf die Fresse. Mal schauen, was dabei dann rauskommt. Ob ich dann jetzt hier Champion werden darf. Ja, nein, vielleicht. Wie auch immer. Zu Schmetters. Ja, selber Map. Es ist oben noch. Rein. Okay, also außen rumgehen hat schon mal nichts gebracht. Hey, ihr Lümmel. Euch geht's gut. Das freut mich. Zu. Oh, das hat man ja auch schon mal in einem Vorschau-Dix gesehen. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich's mache. Typisch. Ich wusste, dass ich das sag. Wusstest du, dass du ein Ich bin zum Kämpfen hier. Wer von euch ist mein Gegner? Ich. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Zumindest nach dem Kampf ist das durchaus möglich. Ja, die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert. Und jetzt sind sie, ja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Okay, das heißt, ihr geht auch zusammen unter. Macht wirklich alles zusammen? Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Also nicht gleichzeitig. Also, Ich
Na gut. Aber ja, wir erhöhen wir mal den Einsatz. Klingt fair. Für mich gar kein Problem. Also, können wir anfangen? Logisch. Sag mir, was ihr drauf habt. Hey, warte! Ach, das ist... Zwei Köpfe sind besser als einer. Vier Fäuste besser als zwei. Kriegst jederzeit eine Revanche, wenn du dich traust. Okay, das muss man vorsichtiger angehen. Lade das jetzt doch mal. Ich weiß, dass das... dass das feig ist, aber das war, bevor ich die 2000 ausgegeben habe. Das wird jetzt auch das letzte und einzige Mal sein, dass ich das mache. Danach lebe ich mit den Entscheidungen, aber ich werde diesmal tatsächlich, nachdem das alles noch nicht so leicht ist, nur 500 wetten. Macht ihr wirklich? Das Gespräch machen wir aber nochmal. Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein. Montags bis Mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Naja. Na gut, dann von mir aus für 500. Oh. Und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Die sind kräftig. Jederzeit eine Revanche, wenn du dich traust. Ja, ich trau mich. Von mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Habe ich das Geld jetzt verloren gehabt? Ja oder ja? Schon, gell? Hilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Zwei Köpfe sind besser als ein. Okay, das vier Fäuste ging jetzt besser noch schneller. Als zwei. Kriegst jederzeit eine Revanche, wenn du dich traust. Ja, trau ich. Komm, machen wir nochmal. Wie aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht, mache ich auch drei von euch fertig. Das ist eine ziemlich große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Ja, wir können. Zeig mir, was ihr drauf habt. Zwei Köpfe sind besser als ein. Ach, das wird so nichts. Ich hab den Faustkampf echt noch nicht drauf. Das ist... wenn du dich traust. Achtung! Komm, einmal probiere ich es jetzt von noch. Mir aus. Oh, und wenn noch einer auftaucht. Und dann sollte ich das vielleicht erstmal woanders probieren oder was anderes ziemlich probieren. Große Klappe. Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen. Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt. Wie
sind besser als einer. Na, okay. Vier Fäuste besser als zwei. Kriegst jederzeit eine Revanche. Ja, nee, das, wir lassen das, bis wir besser sind. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Ich warte. Ja, oder genug irgendwas anderes. Es ist irgendwie, ja, neutralisiere das Ziel. Wir probieren, wo sind wir denn eigentlich? Probieren das hier. Ziel neutralisieren. Wie bin ich denn hier drauf gekommen? Anderweitig andere Ziele zu neutralisieren. Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Du einfach musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. So, okay. Noch ein Brecher. Wonach suche ich überhaupt? Was? Eigentlich wollte ich ihn hauen. Komm raus, wo immer du steckst. Das doch. Spinnt ja wohl.
Ja, dann verliert ihr halt Animales. Schießen an so einem Idioten. Mit Nacht. Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ja. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so wie. Auftrag erledigt. So, neues Item erhalten und neues Level erhalten. Ganz, ganz wichtig. Und damit komme ich dann auch wieder. In die Richtung von dem, was ich ursprünglich schon mal hatte. Für diese Behauptung hat er bisher noch keine Beweise. Okay. Braucht mehr Geld. Ich muss ja diese 21.000 zurückbezahlen. Für meine OP. Sprich mit den Zwillingen. Genau, nein, eben nicht. Gefallen, bla bla bla. Nicht zur Bar. Welcher ist denn das? Aufträge, Monsterjagd, Bedrohung, Mittel. Auftragsart, Auftragskiller, Ziel, Jotaro Shoppo. Nun gut. Schauen wir mal, wir werden das schon hinkriegen, dass wir unser Geld zusammenkratzen. Da hat aber wer gewaltig Scheiße gebaut. Irgendwo ist wer rot und mag mich nicht. Weiß noch nicht warum. Doch niemandem was getan. Außer, dass ich bei Rot vielleicht mal über eine Ampel drüber gegangen bin. Aber auch das ist eine Ausnahme. In der Lagune kann man mit Sicherheit gut nach alten Gummistiefeln fischen. Killauftrag, das ist eigentlich genau meins. Geh von A nach B, also nicht meins, das von meinem Wie hier. Ob die mich da einfach so reinlassen? Hm.
Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Arschloch. Teile. Und Wüstlinge. Bin ja schon gegangen. Haftbefehl. Okay, das war ein Zipfelist. Das ist natürlich. Ungünstig. Scheiß Drohne. Keiner mag dich. Fuck. Es war alles ganz anders geplant. Aber das kann ja nachher immer jeder sagen. Das ist so. Ja, ich wollt mal wieder keine Granate schmeißen. Auch wenn der Granatenschmiss noch ganz relativ okay war. Ich wollte natürlich aber auch keinen Zipfelisten erschießen. Das war. Was? So, so. Haben wir die jetzt mal hier leise ausgeschaltet? Sind dann tendenziell schon mal ein paar, die mir nicht auf den Sack gehen? Dann haben wir hier was zu lesen. Ein Gastvorwort. Raindance-Produzenten sterben seit langem nach dem Streben. Streben seit langem nach dem Gleichgewicht zwischen realen Erlebnissen und technologischer Erlebnis.
Erlebnisreinheit. Je mehr das Material bearbeitet wurde, desto abstrakter sind die möglichen Wege und desto klarer die Braindance-Aufnahme. Diese grundlegenden Designelemente inspirieren Braindance-Macher seit der Entstehung dieser Technologie, die Erlebniskommunikation zwischen Gehirnen ermöglichte. Im unermüdlichen Streben nach Ausgewogenheit kristallisierte sich jedoch im Lauf der Jahre eindeutig eine Vorliebe für Reinheit gegenüber dem Naturalismus heraus. Inzwischen gilt sie sogar als Qualitätsmerkmal. Doch haben wir im Wettlauf um die absolute Reinheit vergessen, worum es bei dieser Technologie ursprünglich ging? Könnte es womöglich passieren, dass wir eine Braindance-Aufnahme nach all dem Verarbeiten und Filtern nicht mehr von dem unterscheiden können, was wir aus Film, Fernsehen und Videospielen kennen? Nachdem ich einige der neuesten Titel aus meinem Feeder-Angebot gesehen habe, ist diese rein akademische Frage für mich zu einem echten Thema geworden. Überlegen wir einmal, warum immer mehr Zuschauer auf dem Schwarzmarkt nach nicht lizenzierten Titeln suchen, sogenannten Black Brain Dancers, Extreme Brain Dancers oder auch XBDs. Können wir uns wirklich sicher sein, dass diese Leute nur auf den illegalen Inhalt aus sind? Oder lockt sie womöglich der Restdreck, den wir BD-Macher so eifrig zu entfernen suchen? Ablenkende Gedanken, irrelevante Erinnerungen, lockere Assoziationsketten, Gefühle, die über das gewünschte Spektrum hinausgehen, was, wenn dieser Lärm gar nicht so überflüssig ist, wie wir glauben? Was, wenn diese peripheren Erlebnisse das Potenzial besitzen, einen guten Braindance zu einem besonderen zu machen? Wir erweisen uns selbst einen schlechten Dienst, wenn wir diesen Fragen nicht nachgehen, bevor unser blinder Kreuzzug auf der Suche nach absoluter Reinheit diese Industrie geradewegs in die Mülltonne der Geschichte führt. J.A. RealLife.it. Das vierteljährliche Magazin für Braindance-Cutter, Amateure und Enthusiasten, Auszug 4-78, Dezember 2076. Ach, das sind alte Kamellen vom letzten Jahr. Den hatte ich auch schon, okay. Technikfähigkeit benutzen, dann käme ich da rein, okay. Ohne Technikfähigkeiten komme ich immer noch hier rein. Und von hier da rein, okay, ich mache die jetzt mal von innen auf. Der grüne Tod. Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht starrte den jungen Nomaden an, als wollte er seine Gedanken lesen. »Versteh mich nicht falsch«, murmelte er. »Ich habe nichts gegen unerwartete Gäste. Aber du wirst verstehen, dass ein Mann, der allein in der Wüste lebt, das Recht auf ein paar unangenehme Fragen hat.« Der Junge wagte es nicht, den Blick zu erwidern. Stattdessen sah er immer wieder nervös aus dem Fenster, als erwartete er, am Nachthimmel eine Armada aus Kampfdrohnen zu entdecken. »Ich bin auf der Flucht«, stammelte er nach kurzem Zögern. »Vor dem grünen Phantom. Er verfolgt mich schon seit Yellow Creek.« Bis auf ein leichtes Zucken im Mundwinkel war das Gesicht des Alten völlig regungslos. Er schien mehr zu wissen, als er zuzugeben bereit war. »Du hast nichts zu befürchten«, beruhigte er den Jungen. »Das grüne Phantom hat es nur auf die schlimmsten Kriminellen abgesehen. Wenn du Bedauern im Herzen trägst, wird er dir verzeihen und eine zweite Chance geben.« Plötzlich verwandelte sich das ängstliche Auftreten des Jungen.
Sein Gesicht verzog sich zu einem rebellischen Grinsen. Ich bereue aber nichts. Und du, alter Mann, du hast nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Da hast du Unrecht. Ich selbst bin dem Phantom bereits begegnet. Die Augen des unerfahrenen Nomaden weiteten sich überrascht. Es schien, als läge ihm eine Frage auf der Zunge, aber er sprach sie nicht aus. »Es ist spät«, sagte der Alte. »Du solltest dich schlafen legen. Du bist erschöpft und musst deine Kraft sammeln, ehe du weiter wegläufst, wenn du das unbedingt tun willst. Heute Nacht kannst du hierbleiben.« Der Junge bedankte sich nicht. Ohne ein Wort stand er auf und betrat den kleinen, finsteren Schlafbereich, wo ihm sein Gastgeber ein Bett zugewiesen hatte. Um in der Dunkelheit sehen zu können, schaltete er auf Infrarot und erstarrte. Im Bett lag eine Leiche. Er näherte sich, um die Gestalt näher zu betrachten. Eine warme Blutlache, unnatürlich verdrehte Hände, dann die leeren, toten Augen des Mannes, mit dem er eben noch gesprochen hatte. Plötzlich veränderten sich die Wände. Ein unirdischer Schimmer ging von ihnen aus. Der Junge spürte eine Gestalt in dem Raum kommen, die hinter ihm stehen blieb. »Wenn du wirklich nichts bedauerst«, zischte eine kalte, emotionslose Stimme, »warum fliehst du dann?« Schwärze, die Welt des jungen Nomaden versank in Finsternis. Tja, dann ist er dem grünen Phantom wohl auch begegnet. An dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wie das hier weitergeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und tschüss.